Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Let's Play Together mit Dena. Hallo mein Jungs! Na? Wir sind schon in der 6. Folge, soweit haben wir es schon geschafft. Unglaublich, aber wahr. Wow! Sehr gut! Ja, es haben viele Leute gesagt, dass wir das ja eh wieder nicht durchziehen. Ne? Wir machen aber hier mindestens 100 Folgen, oder? 6 ist ja noch gar nichts, Alter! 6 ist ja noch nichts, das ist ja lächerlich jetzt hier. Eben, ich kriege das hin. Außerdem verstehe ich nicht, warum die Leute das sagen, weil wir haben unser letztes Let's Play, was wir richtig zusammen gemacht haben, war Raft. Das haben wir einfach durchgespielt. Ja, haben wir. Ja? Ja. So. Also, Alter, wir haben die Zombies da draußen am Start. Gott sei Dank, Kati, ja, können wir nicht mehr, nicht mehr einfach hier rein, so wie Creeper, die dann irgendwie alles kaputt machen und so weiter und so fort, ne? Das ist ja alles jetzt ein bisschen besser. Es haben Leute Kommentare geschrieben, ja? ETR Company zum Beispiel hat geschrieben, in eurem Aquarium fließt Wasser nach unten, um stillstehendes Wasser zu bekommen, könnt ihr in jedem Wasserblock einen Seetang setzen. Da müsst ihr mal am Tag Seetang farmen. Ja, ich habe aber auch gelesen, Vorschläge, dass wir daraus so ein richtiges Aquarium machen. Weißt du, dass wir das außen auch mit einem Glas zumachen, dass es so ein Wassertank halt ist. Und dann da so 2, 3 Fischis rein. Und das finde ich total toll, das würde ich gerne machen. Ja, dann musst du aber rausfinden, wie man Fische überhaupt reinkommt, weil ich weiß nicht, wie, also ich sehe ja Fische, aber ich weiß nicht, wie man die fängt. Kann man die, weil wenn man die angelt, dann sind sie ja tot, glaube ich, ehrlich gesagt. Weißt du, wie man Fische da reinbekommen kann? Mein erster Gedanke war, ja, können wir die nicht wieder da reinschmeißen einfach und mal gucken, was passiert. Einmal raufkloppen und gucken, ob du sie sozusagen abbauen kannst, ne? Boah, ey, die nerven mich ja aber, die beiden, die paar Zombies. Ich mach die jetzt mal kaputt, ehrlich gesagt. Ich bin halt fast tot, das ist ein bisschen ein Problem. Warum bist du denn fast tot? Was ist denn da los? Ich weiß nicht, von irgendeinem Kampf wahrscheinlich noch. Willst du noch ein Brötchen haben? Hast du ein Brötchen? Ach, ein Brot hast du. Ja. Ein Brot. Ja, so, ich geh jetzt ja rein in den Kampf, Brot! Oh Gott, das ist eine Falfia. Alles Falfia. Ja, muss ja schon richtig. Da haben sich alle angesammelt. Schaffst es kommt aber da? Auf mich gerade kein Creeper von hinten oder so, weil dann hätte ich ein bisschen Partygeld. Pass auf, ich bin die Wache, ich gucke. Ja, sehr gut. Oh, nein, einer ist noch da. Nee, zwei, einer schwimmt da unten drin. Warum schwimmt der? Machst das sehr schön. Ja, fein, ne? Ich finde das ganz cool. Vielleicht machen wir hier so eine kleine Arena hin, wo du immer kämpfen kannst und ich kann dich beobachten. Ja, die ertrinken ja alle da unten, ne? Die sind ja im Wasser irgendwo drin gewesen, ja? Bin schon 15 Level, obwohl ich schon mal gestorben bin zwischendurch. Nicht schlecht, dann können wir auch verzaubern. Wir müssen Diamanten finden, um zu verzaubern. Kati, wir sind in der 6. Folge oder was auch immer das hier ist und sind immer noch nicht am verzaubern. Was ist das denn bitte? Das kann ja so nicht weitergehen, möchte ich mal sagen. Ich habe mich auch über Sofas noch ein bisschen informiert. Hast du? Okay, was passiert jetzt? Was machst du jetzt? Ja, nein, das Problem ist, bevor wir irgendwas machen können, brauche ich Blau und Kaktus. Blau und Kaktus. Ja, weil es gibt die Farbe Türkis und ich möchte das Türkis machen. Alles klar, dann gehen wir jetzt auf Suche nach Blau und Kaktus. Wir können auch einfach schlafen, ist nicht mal Nacht. Okay. Wir Dummies. So. Oh, schön mit den Sternen da am Himmel. Ja, wundervoll. So. So. In welcher? So, erstmal so sagen. Ne? Das ist mein Wort bitte im Let's Play. Ja, so. Du hast kein Patent auf das Wort so. Doch, natürlich, so. Da hinten sind übrigens Fischis, ne? Also die sind da hinten, die schwimmen da hinten auf der Stelle. Die Frage ist echt nur, wie man die bekommt. Aber wir müssen sowieso, wenn wir das machen, ja, dann müssen wir hier wieder das andere Glas nehmen. Gefärbtes Glas? Nein. Gefärbtes Glas ist wirklich ekelhaft. Warum hast du mich jetzt runtergeschmissen? Nur aus Prinzip gerade. Es tut mir leid, aber es musste mal sein. Nein, ich meine nicht gefärbtes Glas. Ich meine das dünne Glas, weißt du? Weil wenn das in Aquarium wird, dann ist das schöner, wenn das Glas dünn ist auf beiden Seiten und nicht so ein fettes. Okay, aber das Ding ist, wenn man das... da kommt einer an. Das ist nur ein kleiner Zombie. Wenn man das dünne Glas nimmt, dann weiß ich nicht, wie das ist. Irgendwie kann man das machen, aber irgendwie ist es nicht so leicht, dass es sozusagen dann... dass das dann nicht so komisch aussieht, weißt du? Weil das dann nicht an den Rand rangeht. Aber das muss irgendwie gehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Craft Attack Spark auch diese Dünne hatte für die ganzen Aquarien. Ja, aber Spark ist auch Minecraft-Gott und wir sind voll die Blödis. Guck dir mal was ab. Das ist halt schon mal ein Unterschied. Vielleicht, wieso ich? Wieso du nicht? Kannst du den nicht fragen, ob der mal eine Folge herkommt und uns hilft? Das können wir tatsächlich fragen. Ja. Wir wollten ja eh immer mal wieder Gäste einladen. Engagieren wir ihn einfach als Aquariumbauer mal kurz. Stimmt, ja, das ist eine schlechte Idee. Das kann man mal machen. Ja. Da hast du recht, Kati. Das ist ja ausnahmsweise mal ein echt toller Vorschlag von dir. Na, natürlich immer nur tolle Vorschläge. Ja. Ich hab's jetzt aber erstmal nur aus Glas gemacht, einfach nur damit es erstmal schon mal okay aussieht. Weißt du, wie ich meine? Dass man das, sag ich mal, hier so angucken kann, ohne dass man sich sofort denkt, ei, weißt du?
Das denkt dafür man ist das gerade schon mal. Ja, toll, danke. Danke für diese Mut machen auch immer noch hier und so. Ja, wolltest du das nicht losziehen? Ja, wolltest du nicht? Absolut. Wolltest du, ja gut, dann machen wir das. Also wir brauchen dieses Lapis Lazuli, ja? Mhm, ja. Und wo bist du denn jetzt? Ich bin noch im Haus. So. Brauchst du noch, draußen haben wir noch ein bisschen Steine. Hier, Bruchstein, okay. Ich tue gerade noch mal ein bisschen Steine in den Ofen, dass wir noch ein bisschen mehr normale so, Steine haben. Ich zeige euch einen neuen Skill, bauen, den ich gelernt habe. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, habe ich gelernt. Und zwar, wenn ich in meinem Inventar bin und was in die Truhe tun will und dann drücke ich Shift, während ich das mache, dann Alter Schwede. Das hat mir jemand in die Kommentare geschrieben. Ja, das ist auch voll gut. Das ist auch voll wichtig. Ich habe das dann auch geübt und jetzt hat es funktioniert. Du hast es geübt? Ja, ich habe eben ausprobiert. Stark. Stark. Stark, Hasi. Ich habe mir in meiner kleinen privaten Welt, die übrigens Pinguinland heißt, habe ich mir eine Truhe gebaut und dann habe ich das ausprobiert. Gibt es überhaupt Pinguine in Minecraft, in normalen Minecraft? Ich glaube leider nicht, was ich echt schade finde. Das wäre aber was für ein Update dann mal, wenn es das absolut. Nicht gibt. Es gibt Mods mit dem. Die wollte ich nicht wegräumen. Ja. So. Also ich weiß nicht, welche Richtung wir gehen sollen, weil das Ding ist, wir wollen ja wie gesagt nicht so viel erkunden, weil das neue Update, ja. 1.14 ist ja nicht so weit weg. Lapis Lazuli gibt es doch in Höhlen, oder? Lapis Lazuli gibt es in Höhlen, genau, das ist nicht das Problem. Aber wir müssen irgendwo eine Wüste finden, eigentlich. Achso, ja, wegen dem Oh, der ist stark. Oh, noch eine Spinne auch noch am Start. Oh, jetzt kommt also auf einmal. Kann man nicht grün auch noch aus irgendwas anderem machen oder nur aus also Kaktus? Also ich habe gesehen, dass es nur mit Kaktus geht. Okay. Dann geht es wahrscheinlich nur aus Kaktus. Ich meine, man kann, wenn man E drückt hier, mal eingeben, grün, schwarze Wolle, hellgrüne Wolle. Das machen wir aus hellgrün. Na, da kommt nichts. Okay. Ja, dann müssen wir eine, das kannst du zerschlagen, bringt dir aber nichts. Sei du willst gelb oder irgendwas. Ja, deswegen habe ich das jetzt erschlagen. Ach, falls gelb ich mal willst du auch möchte. Haben? Ja, weiß ich ja noch nicht. So, ja, weißt du noch nicht. Ja, das stimmt, dann kannst du mal alles schon ausprobieren. Ja, dann laufen wir mal hier, würde ich mal sagen, geradeaus in die Richtung. Vor hier ist ein kleines Loch. Übrigens, da geht's in eine Höhle. Du kannst auch Sonnenblumen anpflanzen dann bei uns, ja, wenn du möchtest. Siehst du, ich finde Sonnenblumen sind super schöne Blumen. Sind fast die schönsten Blumen. Finde ich auch schöner als Rosen, wenn man sowas geschenkt hat. Ich finde Sonnenblumen sind irgendwie, sehen die nicht so cool aus und dann mutieren die zu Pusteblumen. Das finde ich eigentlich, das ist voll ekelhaft. Das ist eigentlich jetzt nichts, wo man sagen würde, das, oh, boah, voll nein, cool. Nein, das sind nicht Sonnenblumen. Pusteblumen? Pusteblumen? Ah, Löwenzahn ist das, genau. Ne? Ach, scheiße. Du hast absolut recht. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Guck mal, kann man daraus okay. nicht was Blaues machen? Ich finde, Sonnenblumen finde ich eigentlich gut, weil Sonnenblumenkerne finde ich gut. Stimmt, eigentlich aber ist nee, es das macht, glaube ich, hellblau. Und ich brauche aber das andere Blau. Probier mal. Du kannst es ja einfach, musst nur ins Inventar dann reintun. Und dann, ja, hellblau machst. Das hast du ja. recht. Aber ich brauche normales Blau. Ja. Ich will gar nicht so weit in diese Richtung laufen halt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt gerade mal laufen. Weil, ja, müssen wir auf jeden Fall. Wir müssen laufen, wenn wir was finden wollen. Ja. Da bleibt uns nichts anderes übrig. So, lass mal die ganzen Kühe hier töten. Weil wir brauchen Leder und wir brauchen. Das sind jetzt halt auch keine Fleisch. Kühe, sondern Hühnchen. Das sind Kühe. Das sind Kühe. Ach, da! Das sind, du meinst die Hühnchen. Kühe kannst du auch, Hühnchen kannst du auch töten, wenn du willst. Ich kann mit Pfeilen das damit machen. Stimmt nicht! Wenn wir das so. Strengst du dich vielleicht nicht gut genug an? Ich hab's geschafft. So. Okay. Auch die Federn mitnehmen, perfekt. Wo könnte jetzt die Wüste sein? Du musst einfach nur schön geradeaus gehen. Hier, lass genau geradeaus gehen, okay? Mhm. Dann wissen wir nämlich, dass wir auch nur genau geradeaus zurückgehen müssen. Okay. Und du weißt, aber wir müssen ja auch wieder zurückfinden am ja, Ende. Ja, stimmt. Hast du eigentlich noch ein paar Brote irgendwie so dabei am Start? Darf ich welche haben? Das wäre voll nett von dir. Ja, ich kann dir eins geben. Das oh, ich hätte gern zwei, weil sonst ich bin schon so low. Oh, warum liegt hier ein Schwert? Das habe ich weggeworfen. Huh, warum liegt denn hier ein Schwert? Hast du es absichtlich weggeworfen? Ja, beim Inventar voll ist. Ich habe ja ein besseres Schwert. Ich nicht. Ich hab dir eigentlich ein Eisenschwert gemacht, oder nicht? Sonst mache ich dir nochmal eins. Wenn wir zurück sind, dann kriegst du auch eins. So, alles hier an Schweinen wird getötet. Weg mit euch. Tja, das kannst du aber schon gut, ne? Bisschen Schweine kloppen. Ja, die machen ja nichts, ne? Die wehren sich. Okay. Du kannst eigentlich aber immer, wenn du gegen solche kämpfst, ein bisschen schon so üben, weißt du? So und wieder weggehen und wieder raufhauen und wieder weggehen. Dann kannst du so ein bisschen üben, wenn du wirklich mal gegen Zombies kämpfen musst. Hier, probier mal. Du musst ja jede Chance nutzen, da fall ich jetzt runter. Nee, guck mal, das hat sich jetzt versteckt. Lass los, versuch's! Lass leben! Oh, guck mal, die Arme. Oh. Wir brauchen aber das Fleisch, tut mir leid. Hier sind wieder Kühe am Start. Ansonsten ist hier eigentlich nur mehr, ne?
deswegen ist echt nur mehr. Jetzt irgendwie Wüste haben wir noch nicht am Start. Aber du brauchst gelb, weil du brauchst was? Gelb. Blau und Kaktus. Ach, grün war es, grün, stimmt. Dann kriegen wir Petrol. Mhm, ich möchte Petrol, Mann. Ich dachte gerade eben, dass du lila machen willst. Nein. Du bist ein bisschen verwirrt heute, oder? Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Tut mir leid, ja. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil du hast gesagt, du hast trainiert und so. Und dann war ich schon richtig erschrocken und erstaunt und so positiv. Also aber trainiert eigentlich ist jetzt ein bisschen dann zu hast du viel gesagt, dass du Schiff trainiert hast, Schiff drücken. Dann war ich komplett, was jetzt los, dachte ich mir. Aber definitiv. Nee, ich stehe hier direkt. Du kannst mich sehen. Dreh dich um. Hier ach, unten da bin ich. Aber wir müssen auch eigentlich schon gleich zurück wegen der, ja, weil ne, sonst aber das war Nacht jetzt ja wird ein bisschen unerfolgreich gerade. Ja, lass einmal hier hochgehen, ja? Kommst du mir einmal nach? Lass einmal hier hochgehen, dass wir möglichst hier noch irgendwie vielleicht den Anfang einer Wüste irgendwo finden. Wir brauchen hier wirklich nur ganz bisschen Kakteen, weil ein Kaktus reicht, den können wir anbauen. Und dann wächst der nach. Dann haben wir ja unendlich viel. Mit bisschen Geduld zumindest, sag ich mal. So, ja, aber es sieht so aus, als ob wir auf irgendeiner Art Insel sind, weißt du? Die, folgst du mir ganz dick, ganz nah? Nee. Von hier unten? Dann verlierst du mich nämlich. Oh Gott. Du musst immer wenn man läuft, musst du Bescheid sagen, sobald du mich nicht mehr siehst. Ja, also wenn ich sag, yo, folg mir, dann sagst du was, sobald du mich nicht mehr siehst. Weil sonst laufe ich immer weiter, weil ich denke, dass du mich siehst. Das habe ich jetzt hab ich verstanden. Jetzt siehst du mich nicht. Ich gehe extra auf den Baum, um zu ganz hoch zu sein und zu sehen. Ich bin hier unten bei den Schafen. Bei den Schafen? Bist du irgendwo da, wo irgendwo stehen geblieben oder bist du irgendwo einen neuen Weg gegangen? Nee, ich bin so weitergelaufen. Ah, da bist du. Hier unten. Ja, ich sehe dich. Ich komme zu dir. Ich bin gerade wieder extra zurückgelaufen. Ach so. Ah, da bist du. Ja. Ja, das immer. So. Oder wollen wir. Hast du die Schere mit? Dann könnten wir uns hier einfach ein Bett gleich machen. Ja, hab ich. Ja, perfekt. Dann hol dir die paar Schafe hier. Dann machen wir uns zwei Betten einfach schnell. Okay. Campen. Dann, dann campen wir hier. Haben wir ja auch gerade Real-Life-Erfahrungen gemacht. Das stimmt, Leute. Wir waren gerade erst campen. An der Rennstrecke waren wir nämlich richtig schön campen mit so einem VW-Bus. Und so. Das war eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt gerade nur ein Schaf gefunden. Hier vorne ist noch eins. Du brauchst sechs volle brauchen wir. Hier ist ein zweites. Und da oben ist noch eins. Das sollte ja wohl reichen. Und dann kannst du mir die Überleitung geben. Ich habe wieder eins leider gehauen. Das tut mir leid. Oh Gott. Rechtsklick. Hier oben. Ja, hier ist es, ja. Genau. So, dann kannst du hier. So. Weißt du noch, wie ein Bett geht? Dann kannst du auch selbst mal mit. Ich habe aber kein Holz. Dann gebe ich dir Holz. Bleib einfach da. Dann bekommst du nämlich jetzt hier. Warte, einfach da bleiben, wo du bist. Ja, hier. Da. Dann hast du das Holz. Dann machen wir uns mal zwei Betten. Kannst du dir eigentlich direkt hinstellen. Machen wir mal Freiluft campen, würde ich sagen. Ja. Und wir machen es vielleicht oben auf dem Baum. Ist ein bisschen safer. Okay? Mhm. Auf dem Baum? Ja. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ja? Jeder Block wird einzeln, mit ganz viel Liebe wird ein Bett gebaut. Hast du fertig? Ja. Sehr schön. Zwei Stück? Ja. Sehr gut. Dann können wir hier mal auf den, hier springen. Ah, nee, schaffen wir nicht. Also ich nicht, weil ich kann nicht mehr. Können wir nicht einfach bauen uns einfach. Nee, ja, kannst auch hier machen. Dann mache ich uns hier nebenbei noch einen kleinen Ofen. Kannst du einmal dann den Crafting Table wieder hinstellen? Dann machen wir das, den hast du eingesammelt. Musst du deine Hotbar ziehen? Ach, das kannst du schon, ne? In die Hotbar reinziehen und so. Also komm. Ja, weiß ich ja nicht, mit was ich hier zu tun habe. So ein paar geringfügige Skills sind schon vorhanden. Sind doch noch vorhanden, sagst du? Oh, hübsch. Sehr schön. Was willst du denn jetzt bauen da? Ja, ich muss erstmal 8 Steine abbauen. Hast du noch Steine, also Bruchsteine in deinem Inventar? Nee, ich habe gerade alles weggeräumt mit Schiff. Ja, ist aber eigentlich vorbildlich. Ich nehme sie, aber du hast es auch richtig einsortiert. Du hast alles irgendwo reingeschmissen eigentlich. Ja, am Ende musste ich mich dann kurz beeilen. Deswegen war dann kurz ein bisschen Chaos, glaube ich. Aber ich räume nachher auf. Nein. Ja, das würde ich aber auch mal behaupten. Ja, ne? Wir machen ein bisschen ordentliches Kistensystem müssen wir machen, damit das ich Ganze möchte auch die Kisten möchte ich so unter die Treppe bauen im Haus, weißt du, dass du okay so da reingebaut hast. Oh, wir sollten schnell anfangen zu schlafen, weil sonst ja ist dunkel. So, also. Jedes Mal, wenn ich schlafen gehe, steht hier King Junge, den hat das Spiel betreten. Ja, weil da steht. Achso, weil das die einzige Message von Anfang an ist, die wir haben. Ja, genau. Das ist die einzige Nachricht, die du hier bekommen kannst, ja. So. So. Sehr gut. Wir haben die Nacht übersprungen. Wir haben neuer gecampt Tag zusammen. Neues toll ist Glück das denn? Ja, ja, und nebenbei hübsch, schauen wir hier, was da schön an Schweinefleisch gebraten wird nebendrin. Siehst du, kannst direkt was gönnen. So, ich nehme das nächste, dass wir ordentlich was zu futtern haben. Yummy. Ich habe mich auch ehrlich gesagt schon verlaufen. Also ich glaube, wir müssen in eine Richtung, wo die Sonne aufgeht, müssen wir zurücklaufen. Aber lass mal da drüben
so ein bisschen. Nee, gar nicht. Wir müssen dahin eigentlich, ne? Jetzt bin ich aber komplett verwirrt. Oh, oh. Oh, Philipp, jetzt, wir haben also, dich richtig verlassen. Ja, das war mal wieder klar. Das war ein Fehler. Ja, richtig. hier, wir können uns die Betten nehmen. Können wir aber nicht irgendwie vielleicht. Ja? Irgendwie uns noch ein bisschen höher bauen oder so, um einfach mal du zu gucken. Du kannst immer höher bauen, klar. Weißt du, ob man irgendwo was sieht? Ja, hast du Erde? 4. Oder irgendwas? 4 Erde. Kannst dich 4 Blöcke hochbauen. Cool. Ja. Hier, du kannst dich hier so einfach mit ein bisschen Erde hochbauen. Das reicht ja schon. Hier, ich geb dir was. Da, bitteschön. Da kannst du dich einmal mit hochbauen. Ja. Aber. Also, ich sag, du siehst hier nicht viel. Nee. Also, da kannst du dich hier noch so toll hochbauen. Da ist dieses Wasser halt in jede Richtung. Und Wasser ist so genau das, was du nicht brauchst, wenn du eine Wüste suchst. Das ist richtig. Deswegen, wir müssen, wenn du weiter den Kaktus haben willst, dann müssen wir noch ein bisschen laufen, glaube ich. Ja. So, ja, ich dann möchte bauen wir. Nicht so weit weg. Ja, richtig, aber ich glaube, da kommen wir nicht ganz rum. Nee, aber ich fürchte, wir müssen vielleicht mal so ganz über diese Berge da drüber, weißt du? Ja, das können wir machen. In die Richtung sieht es ja noch nichts aus, würde ich mal sagen. Das können wir machen. Jetzt muss ich wieder hier runter. Ja, bau dich einfach ab. Mit der Schaufel und wenn du keine hast, dann haben wir mit der Hand. Ich hab eine Schaufel. Fein. Oh! Ey! Was war das denn? Was? Als ob du das nicht gemerkt hast. Nein, hab ich nicht. Guck mal, Schaf, du überlachte Schaf hat dich ausgelacht. Mäh! Wie fies du bist! Ja, sorry, das muss manchmal sein. Das gibt's ja nicht. Ja, ja. So, ich habe schon das ganze Fleisch genommen, was fertig ist. Wenn noch was rauskommt, kannst du das auch nochmal dir nehmen. Hier, dafür bekommst du nochmal hier ein Holzschwert, schenke ich dir. Das habe ich auch noch über. Kann ich nicht. Jetzt kannst du aber eins nehmen. Das ist jetzt fertig. Das ist ja, genau. Ja. Nein, ich gucke ja was. Brauchst du noch eins oder soll ich schon abbauen? Komm, eins warten wir noch ab, das nimmst du und dann baue ich es ab. Eins warten wir noch ab und dann bauen wir es. Okay. Thanks. Perfekt. Bitte, bitte. So, das können wir alles hier wieder mitnehmen. Also, dann gehen wir. Finden wir denn jemals wieder zurück dann? Klar finden wir irgendwie zurück. Das wird schon irgendwie funktionieren. Da bin ich mir doch relativ sicher, ja. Also ich würde dann, wir kommen ja ungefähr von, dass hier so schräg durchgehen, oder? Ja. Dann können wir hier nochmal so schräg durchgehen. Also es kann halt, eine Wüste gibt es halt nicht überall. Also es kann sein, dass wir müssen, dass wir keine Wüste haben? Ja doch, die wird ja irgendwo, wird ja eine wieder kommen. Boah, alter Schwede, geht's ja krass runter. Vorsicht, Vorsicht. Upsi. Wir können hier ein bisschen Eisen mitnehmen, wenn du willst. Wobei, ich habe keine Eisenhacke mehr. Dann ist es. Oh, ui, hier geht's tief runter. Ui, ja, ui. Ja, eigentlich wäre es super. Wir brauchen ja auch noch den Stein, ne? Stein? Was für Stein? Den Lapis Lazuli. Stimmt, den brauchen wir auch. Aber ich würde sagen, dann lass uns noch mal in eine Höhle gehen, wenn wir Eisen wieder haben. Okay. Also Eisenspitzhacke beide. Weil dann können wir alles schneller abbauen und können auch Diamanten abbauen, weil Lapis Lazuli ist eher tief normalerweise. Und wenn wir so tief gehen, dann können wir auch noch direkt nach Diamanten suchen. Okay. Und das wäre stark, ne? Die ersten Diamanten. Hast du schon mal Diamanten in Minecraft gefunden? Selbst gefunden, meine ich? Nein. Noch nie? Auch Craft Deck nicht? Ach krass, da warst du nie auf einer Höhlentour. Ganz viele geschenkt. Mädchenvorteil. Nein. Na klaro. Und er mochte dich. Ja, das ist ja der Mädchenvorteil. Ihr seid immer so nett. Wir haben uns darüber verbunden, dass wir dich ärgern wollten, beide. Toll, wirklich. Immer wollt ihr mich ärgern. Ich weiß gar nicht, warum ich die Spiele. Wie bist du denn jetzt hier hochgegangen? Ja, einfach hochgegangen, ne? Du musst ja ein bisschen springen. Ich habe 2-3 Blöcke abgebaut. Und dann habe ich da ein bisschen Jump'n'Run. Aber stimmt, du bist ja Anfängerin. Ich komme nochmal zurück und warte auf dich. Nee, ich hab's schon geschafft. Sehr gut. Guck. Klasse. Komm her. So. Oh, hier ist Schnee. Ja, richtig. Guck, Schnee haben wir sogar. Und sogar schön. Schneehühner. Toll ist das Leider denn? Ist Schnee eher so das Gegenteil von der Wüste. Richtig. Hier sind noch mehr Schafe. Hier ist eine Savanne. Guck mal, da also, drüben ist auf jeden Fall richtig viel Sand. Hier sind Lamas. Ne? Lamas. Was kann man mit denen machen? Ich weiß es nicht, aber die kann man, glaube ich, zähmen. Und dann kann man Lamas sich halten. Oh, da ging es tief runter. Huh. Siehst du das da? Ja, oh, Baby-Lamas sind dabei. Wo, echt? Oh ja, da unten. Oh, komm. Oh, es sind oh, da ist auch ein Creeper. Geh nicht dahin, das ist ein Creeper. Oh. Der springt alle in die Luft. Aber ich will die Baby-Lamas mitnehmen. Da müssen wir uns aber erst noch informieren, wie das geht. Das könnt ihr uns mal in die Kommentare reinschreiben, Leute, wie man sich die Baby-Lamas holen kann. Ich will die Baby-Lama. Also irgendwie wird es gehen, aber ich weiß nicht wie. Das müssen wir noch rausfinden. Müssen wir unbedingt rausfinden. Dann können wir uns Baby-Lamas holen. Ja. Kannst du dir die Koordinaten merken? Ne? Die Koordinaten sind
20 und 46. Das ist ja voll nah am Spawn. 20 und 46 ist das. Dann ist hier irgendwo muss man das spawnen. Was los? Was ich guckst du gerade? So einen Block und schreibe 20 und... Ja, der R15, ehrlich gesagt. Dann sage ich, wenn du schon aufschreibst, ja, dann laufe ich da hin und sage dir die exakten Koordinaten. Okay. Ja? Ja. Die exakten Koordinaten sind nämlich minus. Minus 7. Okay. Minus 7 und minus 7. Ach krass. Das ist ja ist wirklich fast direkt bei 0. Guck, jetzt habe ich mich auf meinem Zettel geschrieben. Sehr schön. So, dann kommen wir weiter hier. Guck mal, hier in die Richtung sieht es doch so ein bisschen wüstig aus, oder? Ja, ich glaube aber nicht, dass eine ist, aber ich laufe auch dran, weil es die einzige Möglichkeit ist. Okay. Und ich weiß wirklich nicht, wo unser Zuhause ist. Das hättest du nicht mehr aufschreiben sollen. Ja, das ist richtig. Habe ich aber nicht. Jetzt haben wir uns wirklich verlaufen. Aber dafür sehen wir was von der Welt, ne? Ja. Oh, habe ich mein Boot? Nee, ich habe mein Boot nicht dabei. Aber wir können ein neues bauen, wenn du willst. Ja. Ach, du bist dann da hinten. Ich sehe dich da so rumlaufen. Ja, ich bin schon ein bisschen vorgelaufen. Man muss ja hier mal gucken. Komm noch mal, wink mal. Hallo. Hallo. Du weißt, dass du ranzoomen kannst mit 10? Ich habe gerade rangezoomt. Sehr schön. Ach, krass, toll. Alter, du hast jetzt das ja... Das ist mein Thumbnail. Auf Erkundungstour, wieder mal verloren. Da hinten sind auf jeden Fall Eichen, nicht nur Eichen, aber das ist sowieso, aber Buchen sind da. Die haben wir immer gesucht, deswegen. Nee, Birke. Ach, Birke. Hast du das denn nicht mitbekommen? Hast du das immer falsch gesagt? Weil ich Birke gesagt habe? Ja. Nee, Scheiße. Du hast Buche gesagt, aber es ist Birke. Ja, sorry, dann. Oder andersrum. Irgendwie, auf jeden Fall hast du das Falsche gesagt. Ja, jetzt kriegst du den Shitstorm, wenn du das jetzt hier so behauptest, dass es besser weiß, dann weiß es gar nicht mal besser. Was ist besser? Oh, das war eine schöne Unterwasserwelt hier. Wir können doch dann auch so ein bisschen Seegras ins Aquarium tun, oder? Klaro. Genau. Ah nee, aber das macht ja jetzt unser Aquariumausstatter. Der Aquariumausstatter, also willst du das gar nicht mehr angehen, das Thema? Und da holen wir uns erstmal einen Aquariumausstatter. Ich würde mal fragen, oder? Wenn der Lust hat. Das kann man tatsächlich fragen, wenn man das möchte, ja. So, wir müssen uns erstmal wiederfinden, aber. Kommst du her, ja, kommst du her. Guck mal. Hier. Wo? Hallo, hinter dir. Ach, hier. Ach, sehr schön. Ja, cool. Wollen wir nach unten gehen und einmal ein Boot reinsetzen? Ja, ich war zwar gerade schwimmen, aber okay. Ach so, mit dem Boot aber noch nicht, oder? Nee. Dann, hast du ein Boot jetzt? Ich kann jetzt craften. Das ist ja nicht das. Das ist ja nicht das Thema. So, hier, zack, zack. Baue ich jetzt ein schönes Birkenboot. Hier, Birkenboot ist gesetzt. Ist ein Birkenboot. Oh, ist hübsch. Ja, ist echt besser als das andere Boot. Ja, ich hab's ja gut gecraftet. So, willst du fahren? Ja, anscheinend. Oh Gott. Ja, ich bin jetzt auch nicht so glücklich damit. Dann fahren wir hier nach rechts. Was für eine ewig lange Erkundungstour. Und wie viel Zeit wir hier verbrauchen. Ja, wir müssen auch so langsam mal die Folge wieder... Hier ist ein Fisch, kannst du den fangen? Versuch mal, den zu fangen. Fisch? Fisch? Ich kann es versuchen, für dich einen Fisch zu fangen. Mal. Ja, ich kann dir aber nicht versprechen, gucken, ob ich es schaffe. Wie soll das denn gehen? Du musst bestimmt ein Netz holen oder sowas. Ich finde es sehr lustig. Stimmt, wahrscheinlich muss man irgendwie sowas machen. Ja, irgendwie muss ich Netz holen. Ich finde lustig, dass du gerade unter Wasser gegangen bist und deine Fackel ist einfach an. Ja, das ist stark. Das kann nicht jeder. Guck mal, ich habe extra noch hier so ein bisschen... Oh Gott, ich krieg Schaden! Ich schwimme hoch! Und, wie war das? Ich bin fast ertrunken. Ich habe ein bisschen Seetang mitgenommen extra, damit... ich nehme noch mal ein bisschen Seetang mit. Mhm. Damit wir hier... Weil wenn wir Seetang haben, glaube ich, können wir... Und wieder hoch. Ah, das schwimmt hier alles rum. Krass. Okay, weil das können wir in unser Aquarium reinsetzen, dass wir stehendes Wasser haben. Ah, krass, das ist ja unser Zuhause. Guck mal da, wir haben es geschafft. Was? Yes. Krass. Nice. Das ist ja eine Überraschung. Aber das bedeutet, wir sind nicht näher an der Wüste dran, auf jeden Fall. Oh Mann. Tja. Es ist jetzt nicht so ganz. Ja, aber immerhin sind wir wieder zu Hause. Wir haben einiges gesehen, ja? Und wir haben Seetang jetzt einmal am Start. Wir haben die Lamas gefunden. Du hast ja aufgeschrieben, wo die sind. Ja. Ah, und hier ist unser zweites Boot. Das können wir für die nächste. Wir können, also, wir nächstes Mal halt in die andere Richtung, ne? Also, was soll's. Okay. ja, dann machen wir das. Dann würde ich sagen, wir räumen jetzt erstmal ein bisschen auf, gehen schlafen und dann brechen wir morgen wieder frohen Mutes auf, um einen Kaktus zu finden, oder? Richtig, das ist der Plan, Leute. Perfekt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Macht's gut. Die nächste Folge gibt's morgen um 15 Uhr wieder bei Felix auf dem
Dena Kanal. Heißt der jetzt wieder Dena? Ja. Der heißt Dena. Yes. Ich kann den umbenennen. Yes, yes. Super. Dann sehen wir uns da wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.